Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, und auch bei mir herzlich willkommen zur weiteren Folge von Multiplayer-Projekt The Forest mit der Saya. Und bei mir hackt es natürlich. Hackt's wieder, ja. Immer das erste Mal. Eigentlich hat er es ja nicht mehr gemacht, aber jetzt irgendwie macht das wieder. Warum auch immer. Irgendwie will das Feuer, dass ich andauernd immer einen Arm da drauf lege. Ja, dann packt doch mal einen rauf da. Nee. Ich habe Prinzipien. Ich esse kein Menschenfleisch. Ja, das ist richtig. Ja, sonst werde ich noch zum Wendigo. Nee. So, er hat sich wieder beruhigt. Na, herrlich. So, habe ich jetzt mal ein Stück Fleisch? Nö, habe ich gar nicht mitgenommen. Sag, Lurch. Ich möchte gerne Lurch essen heute. Ja, wunderbar. Gut, also ich bin gesättigt. Ja, so, brauchst du noch Stöcke oder so für die Hasenfallen? Ich weiß nicht, wollen wir jetzt erst Hasenfallen bauen oder wollen wir erst hier weiter bauen? Naja, wir gehen erstmal hoch Hasenfallen bauen. Gut. Dann haben wir die schon mal da. Und dann können wir abends gucken, ob wir da was schon gefangen haben. So, Steine, Stöcke habe ich alles voll. Wunderbar. Achso, ja, Steine. Ja, habe ich auch voll. Stöcke habe ich auch voll. Ich weiß gar nicht mehr, was man dafür alles braucht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so. So, wo gehen wir denn am besten lang? Hier lang. Wo war das denn? Na, hier vorne. Hier drüben ist es ja gleich. Achso, hier da. Ist der See. Genau. Nicht gesehen. Ach, guck mal, hier ist ja schon eine Hasenfalle. Ach ja, genau. Das war ja meine, glaube ich, noch hier, ne? Ist aber nichts drin, ne? Nee, na, hier ist sowieso ein bisschen doofe Position. Aber ich dachte. Na, hier läuft der direkt schon Hase. Na, nicht gekriegt. So. Hoch. Gut, den bauen wir mal schon mal eine direkt hier hin. Wo haben wir das denn? Boah, der Koffer hat mich gerade voll erschrocken, ey. Der hat sich von alleine bewegt. Oha. Das ist ja nicht gut. Ha. So, Hasenfalle, wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh, na, Unterfalle, Falle. Hallo, ich komme. Boah, jetzt sind wir ganz unten. So, ich pack mal eine. Ja, so, hier hin. Okay, 31 Stöcker, aber hier liegen eigentlich recht viele. Oh. Ah, Seil nehme ich auch direkt mit. Kann ich schauen. Ah, ich brauche keinen Kopf mehr. Kopf. Na. So. Ein paar Stück noch. Haben wir noch mehr? Stöcker. Bin ich gerade offen? Oh, jo, bin ich. Tatsache. Ganz viele Stöcker. Ey, die haben hier ganz viele Tiere, ne? Ja, das ist echt atemberaubend. Wo ist er denn jetzt hin? Normal sind diese, wie heißen die, Lurch? Lurch, genau. Mal sind die ganz langsam und mal sind sie total schnell. Ja, das ist echt unterschiedlich. Manchmal kriegst du ihm so, manchmal musst du hinterher rennen. Das ist echt unterschiedlich. So, eine Hasenfalle habe ich fertig. Oh, schade. Ich dachte, jetzt geht direkt ein Hase rein, aber nee. Aber nee. Der ist abgehauen. Aber dafür habe ich hier einen Vogel. Ja. So, okay. Nee. Achso, hier ist auch einer. Ja, kann ich ja direkt mithelfen hier. Guck mal, hier ist direkt wieder ein Hase. Oh Gott, ich habe was gehört. Echt? Ja, ich komme mal ganz schnell zu dir. Okay. Hast du das auch gehört? Nee, aber ich sehe hier einen Lurch. Den nehme ich mit. Apropos, so, genau, jetzt fällt mir das wieder ein. Ich muss bei den Einstellungen, muss ich die Lautstärke mal etwas lauter machen. Ach so, war zu leise? Ja, ich habe das bei mir mal so gehört, dass das ein bisschen sehr leise ist. Okay. Weil irgendwie hat man in meiner Aufnahme, uns hat man perfekt gehört, aber man hat diese
Viecher halt, wenn die geschrien haben, hat man nicht gehört. Ah, ach so, okay. Und auch so keine Bienen, Summen und so. Also da oben auf dem Berg, da war auf jeden Fall was. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin. Ja, du spielst hier mit einem Angsthasen. Also das musst dir bewusst sein. Ja, kein Problem. So. Da kriegen wir hin. Ich baue noch hier eine hin. Ja. Ich guck mal eben bei meiner Falle. Guck mal, jetzt gerade schon zugeschlagen. Echt? Ja, geil. Ich habe einen Hasen drinne. Ist ja cool. Aber ich lasse den mal noch drinne. Ich glaube, wir sollten auch mal bei uns dann auch so einen Käfig mal aufstellen. Ja, genau, deswegen sage ich, dass wir vielleicht erstmal den Käfig aufbauen. Also erstmal machen wir die Hasenfalle fertig noch. Mach schade, nicht gekriegt. Oh, guck mal, wie viele Hasen hier sind. Alter. Das ist ja genial. Cool. Ja, die haben hier echt ein gutes Plätzchen sich ausgesucht. Ja, sie dachten, sie wären vor uns sicher. Sind sie aber nicht. Nee. Sowieso nicht. So. Ich glaube, jetzt müsste sie fertig werden, ne? Oder? Ja, sie ist auch fertig. Hast du mal jetzt fertig gemacht? Gut. Mhm. Wie viele haben wir jetzt? Drei Stück haben wir jetzt insgesamt. Drei. Warum ist es bei drei belassen oder willst du noch eine vierte hinbauen? Ich weiß nicht. Drei Stück reichen eigentlich, ne? Ja. Würde ich jetzt auch sagen, ja. So. Na, guck mal, da geht, glaube ich, gleich ein Hase rein. Und? Und? Ja, Hase ist drinne. Krass. Ja. Konnte ich echt gerade zugucken, wie es da reingehoppelt ist. So ein dummer Hase, ey. So ein dummer Hase, der war gut. Aber die lassen wir noch drinnen, ne? Dann können wir nämlich erst diesen Käfig da bauen. Ja. Gut. Brauchst du noch irgendwas da? Nö, ich bin fertig. Ich habe da gerade noch ein bisschen Seil eingepackt. Ach, scheiße, der Lurch ist weg. Durch. Wieder. Boah, sind die. Die können aber auch flink sein. Ja, ja, manchmal sind die so langsam und dann auf einmal geben die richtig Gas. Oh, guck mal, hier ist auch ein Hase drin jetzt auf einmal. Ich glaube, wir haben gerade die Hasen hier hingejagt. Ja, ist ja cool. Dann mal flink den Käfig bauen, dann können wir nämlich die Hasen schnell abholen. Wie viele Hasen kriegst du in den Käfig rein? Boah, viele. Ich glaube, an die 10 Stück bestimmt. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube ja. Ich hatte auch schon mal mehrere. Ich glaube, 6, 7 Stück hatte ich bestimmt drin. Wo willst du hinbauen? Ja, ich weiß nicht. Ich überlege gerade. Hier hin? Ja. Ja, ne, finde ich jetzt auch noch nicht so dicht bei uns. Willst du die Hütte eigentlich, wenn du später gebaut, willst du die hier abreißen? Nee, ne? Oder? Ja, die reißen wir später ab. Okay, doch, gut. Ja, die brauchen wir nachher nicht mehr. Okay, gut. Wir bauen ja noch was Eigenes denn. Zack, fertig. Und jetzt Häschen holen, oder was? Genau, jetzt holen wir schnell die Häschen. Gut. Können wir die da reintun. So. Also auf jeden Fall war... Na komm, wir gehen... Oh, da ist jemand. Hä? Da ist jemand. Oh. Er haut aber ab. Die haben die Fallen bestimmt gesehen. Also er ist abgehauen. Reagieren die denn da drauf, wenn man da so... Oh, jetzt hab ich die Kau. Das habe ich gemerkt. Das war die Rache für letztens. Ja. So, einen Hasen habe ich schon mal. Den packe ich schon mal rein. So, ich habe sie wieder aufgestellt. Ja, ja, genau. Den musst du mit einem Stock, glaube ich, immer aufstellen dann wieder, ne? Jetzt bin ich ganz alleine. Ja, ich bin gleich wieder da. Egal, ich bin mutig. Ich bin mutig. Selbstverständlich. Wenn nicht, dann renne ich weg und schrei wie ein Mädchen. So, wie muss man das? Mit E, also, ja. Ach so. Man kann nur einen Hasen tragen, ne? Ja, ja, nur einen, leider, ja. Okay. Also der Typ, den du jetzt hier gerade gesehen hast, der war auf jeden Fall bestimmt beim Dorf, weil das Totem, was ich gerade zerschlagen habe, steht nämlich wieder. Ja, dann war der mit Sicherheit da und hat sie wieder aufgestellt. So. Werden die eigentlich auch mit der Zeit schlauer?
Ja, schlauer, ja, weiß ich nicht, ob die schlauer werden, aber die werden halt stärker, ne? Wo ist das? Ach, da ist er. Häschen. So. Okay, das ist da. Da hat es auch zugeschlagen, schon die Falle. Ich glaube, wir müssen. Jeder von uns muss noch einmal rennen, ne? Ich glaube ja. Also ich habe jetzt eins. So, warte mal, hier ist noch einer drin, ne? Genau, hier ist noch einer drin. Ach so, ich muss ja noch wieder den Dingen. Wie mache ich denn das jetzt? So, Fall ist wieder aktiviert. Also du kannst einen Hasen rausnehmen und gleichzeitig wieder aktivieren, das geht. Ja, das geht, ja. Habe ich auch gerade gemerkt. So, ich bin jetzt auch wieder da. So. Ja, mein Häschen, ist ja alles gut. Gleich kommst du zu deinem Bruder und zu deiner Schwester. So. Schön. So, und rein mit dir. Oh, ein Lurch. Kommst du her? Okay. Muss ich mal reparieren hier. Was hat sich gerade angehört, als wenn das direkt neben mir passiert wäre? Oh je. Dieser blöde Busch hier, ne? Mitten im Tor, das Naja. stört mich. Ein Hase ist noch, ne? Ich weiß nicht, ich habe den gerade von der Mitte weggenommen. Mitten im Ach Dorf. so. Nee, dann ist keiner mehr. Wir haben ja auch nur drei aufgestellt, ne? Und eine Ja. hattest du ja schon. Ja, genau. Richtig, so. Dann hänge ich mal schnell das Fleisch hier auf. Ich habe nämlich wieder einen Lurch erschlagen. Vogel. Okay, Hä? kein Ah, Fleisch mehr. Nee. Vogel! Dann. Zack, 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 zack. So, ein bisschen wieder Schutzkleidung hier. Hier ist noch der andere Lurch. So, ich mache mal Tor wieder zu erstmal hier so lange. Ja. Damit hier keiner rinkommt. Na. So, jetzt. Boah, mein Gott. So, und dann fange ich schon mal an, die Brücke zu bauen. Ja, mach du, was brauchen wir denn dafür? Ja, Baumstämme. Baumstämme. Dann soll ich dann schon mal hacken gehen? Ja, das kannst du schon mal tun. Gut. Gehen wir nämlich jetzt so lang. So, Ich genau. fäll die dann erstmal und Ja, genau. dann werden wir da dann zusammen einsammeln. Genau, ich mache schon mal diese Vorrichtung hier fertig. Steg, da ist er. So, jetzt müssen wir in der Position. Bumm, 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 bumm. Bum, 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 bum. So, ne. Okay. Baumfeld. Ja, wunderbar. So. So, schon mal ein Anfang hier. Oh, hier, Schildkröten. Direkt mal mitnehmen. Baumfeld. Bisschen Unkraut hier wegmachen. Oh, hier, guck mal, sind direkt schon Baumstämme in unserem Hof. Oh, was ist los? Oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Oh Gott, oh Gott. Ah! Oh Gott, 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 oh Gott. Wo ist er? Oh Gott. Alles gut. Oh Gott, ich bin wieder da. Gott, ich konnte ihn gerade nicht sehen, ey. So. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich hab den nicht gehört, ne? Ich hab nur die ganze Zeit so ein Knurren gehört. Und ich drehe mich die ganze Zeit. Ich denke mir, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Boah. Naja. Hab ich mich erschrocken. Na gut. War hier so Den lassen wir erstmal. fröhlich,
fröhlich am Hacken, ey. Und dann... mein Gott. Tja, so schnell kann's gehen. Wird man hier auch noch bei der Arbeit gestört. Ich hol mal den Wagen hierher. Ja. Also den habe ich ja ausprobiert, als ich ganz alleine gespielt habe. Und der ist ziemlich praktisch, der Wagen. Ja, der ist echt praktisch. Aber du kannst da so viel draufpacken. Ja. So. Ich glaube, 10 Baumstämme passen hier rein, glaube ich. Ich glaube, ja, könnte hinkommen. 10 oder 11. Ja, irgendwie so war das. Ja. Zack, zack. Okay. Noch und hier noch. Wow. Ja, ja, ich habe da hinten auch noch 3 und so. Also ich glaube, ich habe hier... Mache hier gerade jede Menge. Ja, das ist gut. Brauchen wir auch. Die verfallen ja nicht. Nee. Ein Glück nicht. So, gut. Erste Ladung ist schon mal voll. Wie fahre ich da mal hin? Ja. Das war bestimmt der eine, den wir gerade abhauen gesehen haben. Ja, das kann sein. Das kann echt sein. Hallo? Ja. Achso, ich habe keine Kraft mehr. Oje. Allgemein, was die für Kraft haben. Ja, also ich wäre nicht in Lage, ich wäre noch nicht mal instande, überhaupt einen Baum zu fällen. Ja. Ja, kommt halt auf das Werkzeug drauf an, ne? Ja, aber da gehört auch Kraft dazu. Ja, gut, klar, natürlich, ne? Eine gewisse Kraft muss schon vorhanden sein. Ich bin so ein schwaches Mädchen. Ach, naja. Ah ja. So schwach. Wie sieht's eigentlich aus mit der Gamescom? Ich glaube dieses Jahr nicht. Ah, okay. Also ich bin mir nicht sicher, weil momentan ist da nicht wirklich etwas, was mich interessiert. Okay. Und ich muss dann auch immer gucken, wie ich dann, weil ich brauche ja dann meistens einen ganzen Tag, weil ich fahre ja dann halt mit der Bahn darunter. Aber ich brauche dann einen ganzen Tag und ich muss dann immer gucken, wer dann halt auf meinen Hund dann achtet und so, ne? Und ja. Das ist immer schwer, den unterzukriegen, weil... Ja, gut, klar. Der natürlich immer innerhalb eines Tages versucht, der Boss zu sein. Oh. Und wenn du dann jemand bist, der sich nicht durchsetzen kann, ich meine, er macht es jetzt nicht aggressiv, aber ne, dann ist er auch schon der Boss. Naja, okay. Hm. Ich habe da zwar eine Freundin, die hat auch eine Dobermann-Hündin und die verstehen sich ganz gut, aber die hat auch nicht immer Zeit. Ja, und das ist so die einzige, der ich ihn anvertraue. Also ich vertraue noch nicht mal meiner eigenen Mutter den Hund an. Oha. Ja, die sind immer zu lieb, kennst das doch so, Omas ja, ja. Und Mütter und so und der arme Hund, der kriegt ja nichts zu essen. Ja. Ganz schlimm. Nee, aber momentan interessiert mich nichts, also das neue Life is Strange interessiert mich ja schon, aber das hole ich mir jetzt das kommt ja jetzt schon Ende August raus. Am 31. genau. Ja, dann dieses Mordors Schatten des Krieges oder Krieg der Schatten oder so. Ja, Aber das kaufe ich mir auch definitiv und auch das neue Assassin's Creed. Ja. Also das sind auch so Sachen, die stehen bei mir auf der Liste und sonst interessiert mich da nicht wirklich was. Also ich denke, wenn das neue Dragon Age rauskommt, dann gehe ich da hin. Also ich muss mal gucken. Jetzt momentan habe ich auch so viel für die Wohnung zum Renovieren. Ja. Die Zeit geht da drauf, das Geld geht da drauf und dann da irgendwie noch darunter. Also, nee. Ja, stimmt. Ich denke mal nächstes Jahr. Okay. So, jetzt nehmen wir auch mal ein paar Bäumchen mit. Und du? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich nicht? Doch, doch. Aber ich gefragt habe, und du? Und ich habe nichts gehört. Ach so, ich habe gesagt, ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Ach so, nee, das habe ich nicht gehört. Ah, okay. Nee, ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr, auf jeden Fall. So, ich mach mal da erstmal voll. Dann können wir da nämlich auch wegnehmen. Ja, ich komme auch schon wieder mit den Schlitten an hier. Ne, ich wollte letztes Jahr auch schon gehen, aber da bin ich nicht gegangen. Und
Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich werde gehen. Ich habe auch schon Tickets mir gekauft. Ja. Bin ich mal gespannt. Ist denn da etwas, was dich interessiert? Ja, Call of Duty erstmal, ne? Also das will ich auf jeden Fall schon mal sehen. Dann, ja, Life is Strange. Sowieso. Das ist... Aber auch allgemein einfach nur mal so dahin und nur einfach mal so präsent sein halt, ne? Ja, ja. Ich habe mir auch ein T-Shirt anfertigen lassen. Oh. Ja, ja. Einfach mal ein bisschen präsent sein.